Hallo Leute, ich bin's mal wieder, diesmal mit ein paar anspruchsvolleren Schleifen, nämlich der While-Schleife, beziehungsweise auch der Do-While-Schleife, wenn ich noch dazu komme. Ich hoffe, ich schaff's. Und damit könnt ihr nun das erste Mal Anweisungen wiederholen. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil man das einfach ständig braucht. So, wie ist erstmal die Syntax davon? Zunächst mal While. Dann kennt ihr das ja schon mit der Condition. Wenn ihr es nicht kennt, solltet ihr die anderen Videos angucken. Und den geschweiften Klammern. So, und hier drin kann ich jetzt beliebige Sachen ausführen. Nun brauche ich erstmal eine Condition. Ich sage jetzt einfach mal Condition, upsala, Boolean, Condition gleich true. Und da muss man jetzt verdammt vorsichtig sein. Also wenn ich das Ding jetzt ausführen würde, würde ich niemals zum Ende kommen. Ihr wisst ja bekanntlich, mein Programm hört auf, wenn meine Main-Funktion am Ende ist. Und momentan ist es so, der Boolean-Condition ist immer true. So. Das heißt, ich gehe hier rein, solange meine Bedingung wahr ist, tue ich das, was hier in der Klammer ist, also nichts. Aber dieses Nichts wird so lange ausgeführt, bis endlich mal hier false steht. Also momentan permanent. Also werde ich niemals fertig mit meiner Schleife und habe dann ein Programm, das niemals endet und sich somit aufhängt. Yay. So, deswegen würde ich hier sagen, machen wir vielleicht hier was anderes. Wir erstellen uns hier oben ein Integer und weisen dem den Wert 0 zu. Und solange dieser Integer kleiner ist als 10, geben wir aus den Integer. So, jetzt wird aber immer noch diese Bedingung niemals falsch werden, denn wir verändern den Wert i hier ja gar nicht. Das heißt, wir werden diese While-Schleife reingehen und schauen 0, das ist kleiner als 10. Okay, ich gebe 0 aus. Nochmal 0, kleiner als 10, ich gebe es nochmal aus. Und ihr seht, wo das hinführt. Das heißt, ich will diesen Wert hier noch vergrößern. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich kann den Wert vergrößern, indem ich hier einfach plus gleich schreibe und dann da hinten was drauf addiere. Jetzt gibt es aber noch einen kleinen Trick. Wenn ich einfach nur 1 drauf addieren will, dann kann ich auch einfach schreiben i++. Also Variable +++. Das ist genau dasselbe. Das heißt, ich kann hier 1 drauf addieren oder auch 1 subtrahieren, aber in dem Fall will ich 1 drauf addieren. 1 drauf multiplizieren oder dividieren hätte wenig Sinn, deswegen gibt es das nicht. Aber so kann ich immerhin i um 1 inkrementieren, heißt das. Gut, das heißt, ich gebe jetzt hier was aus. Mal sehen, was passiert. Okay, hier unten die Konsole gibt mir erstmal 0. Das ist der erste Schleifendurchlauf. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und oh, warum haben wir jetzt bei 9 aufgehört? Nun ja, 9 ist noch kleiner als 10. Und das heißt, wir sagen 9. Also unser i ist jetzt 9. Wir sind hier 9 mal durchgelaufen. Und i ist jetzt 9. Genau. Und dann sagen wir, 9 ist kleiner als 10, also geben wir hier 9 aus und erhöhen um 1. Und dann springen wir raus. Denn 10 ist ja nicht mehr kleiner als 10, sondern kleiner gleich 10. Das heißt, die 10 wird niemals ausgegeben. Wenn wir jetzt aber die 10 auch noch ausgeben wollen, haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten. Zunächst mal kann ich natürlich hier dieses System.out.println unter das i++ kopieren. Dann wird immer die erhöhte Variante der Zahl ausgegeben. Das heißt, ich fange bei 1 an und höre bei 10 auf. Macht nicht wirklich einen Unterschied. Sind genauso noch 10 Zahlen wie vorher. Zweitens kann ich natürlich hier ein Gleich hinschreiben. Und drittens kann ich auch, weil ich ganz fancy bin und euch den anderen Schleifentyp noch zeigen möchte, noch den, eben die andere Schleife benutzen. Und das ist, ich kopiere das hier mal in meinen Zwischenspeicher, die Do-While-Schleife. Ah, mir fällt gerade auf, das funktioniert gar nicht so, wie ich das gedacht hatte. Egal. Ich möchte euch trotzdem noch die Do-While-Schleife zeigen. Und zwar hier mit dem Integer i gleich 0. So, jetzt sage ich hier Do. Okay. System macht. Es gibt i aus. Es erhöht i um 1. Und das macht es, solange i kleiner als 10 ist. Ihr denkt jetzt, was ist der Unterschied da dran? Nun ja, der Unterschied ist, diese Schleife hier wird mindestens einmal ausgeführt. Das heißt, ich führe sie einmal aus und überprüfe dann erst die Bedingung. Bei der While-Schleife wird zuerst die Bedingung überprüft und wenn die erfüllbar ist, dann wird sie ausgeführt. Wenn ich jetzt Variablen habe, von denen ich nicht weiß, was sie gerade für Werte haben, zum Beispiel irgendwelche Sachen, die der User eingegeben hat, dann kann ich natürlich nicht sagen, okay, die Schleife wird immer ausgeführt. Dann muss ich mich entscheiden, will ich die Schleife mindestens einmal ausführen
Oder will ich sie vielleicht gar nicht ausführen? In dem Fall macht es hier absolut keinen Unterschied. Ich habe mich völlig vertan. Im Prinzip tut sich hier ja gar nichts. Das heißt, ich würde hier einfach ein kleiner gleich 10 hinschreiben und dann noch die Zahl bis 10 kriegen. Also einschließlich natürlich. Gut. Ja, ich bin gerade schnell. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn ihr was nicht verstanden habt, dann müsst ihr das bitte unten reinschreiben in die Kommentare und dann schreibe ich es euch entweder als Kommentar oder wenn es was Größeres ist, mache ich dann nochmal ein Video dazu. Gut, dann können wir direkt weitermachen mit der nächsten Schleife. Perfekt. Und zwar die Vorschleife. Nun, die Vorschleife ist sozusagen eine kleine Modifikation zur While-Schleife. Oder auch zur Do-While. Ne, nicht zur Do. Doch, zur Do-While auch. Nur eine kleine Modifikation. Ich muss jetzt hier oben drüber umständlich einen Integer generieren, hier abfragen und hier drin inkrementieren. Das macht alles ein bisschen unübersichtlich. Und deswegen dachte man sich, okay, lass uns eine Vorschleife machen. So, vor. Dann kommt jetzt hier in die Klammern nicht nur die Bedingung, wie wir es bisher gewöhnt sind, sondern ich muss hier reinschreiben erstmal int. Oder von mir aus auch double, aber normalerweise immer int. Dann die Zählvariable. Upsalala. Ich habe es heute irgendwie mit der Rechtschreibung, ich weiß nicht wieso. Also ich nenne sie jetzt mal Zähler und der muss ich jetzt gleich noch einen Wert zuweisen. Ich fange am besten bei 0 an. So, int Zähler gleich 0. So, und dann brauche ich meine Bedingung. Also wie lange soll die Schleife ausgeführt werden? Nun ja, solange Zähler kleiner als 5 ist. So, und was mache ich mit dem Zähler am Schleifenende? Ich will ihn um 1 erhöhen. Das ist sozusagen die Standardausführung von der Vorschleife. Ach, ich habe das Haar vergessen. Sagte ich gerade, was ist denn jetzt los? Also das ist sozusagen die Standardausführung von der Vorschleife. Ich generiere mir eine Variable, weise ihr den Wert 0 zu. Solange diese Bedingung wahr ist, führe ich es aus und am Ende erhöhe ich meine Schleife um 1. Das ist eigentlich so das Standardkonzept. Natürlich kann ich hier auch 5 drauf addieren oder multiplizieren. Hier kann ich ganz fancy Bedingungen machen, die auch nicht unbedingt was nur mit meinem Zähler zu tun haben müssen. Ich kann darauf auf alle Variablen drauf zugreifen. Also wenn ich hier jetzt ein Integer i hätte, dann kann ich hier auch schreiben, Zähler plus i muss kleiner als 5 sein. Und hier kann ich nicht nur bei 0 anfangen, ich kann natürlich auch bei minus 528, was jetzt gerade random auf der Tastatur getippt war, benutzen. Ja. Aber normalerweise macht man das einfach so. Genau. Und jetzt kann ich hier natürlich wieder irgendwelche Sachen damit machen. Ups, das brauche ich gar nicht. Und den Zähler ausgeben. So, und ihr seht, ich habe hier jetzt keine Endlosschleife, weil ich hier automatisch meinen Zähler erhöhe. Und diese Zählvariable ist wirklich nur innerhalb meiner Vorschleife verfügbar. Wenn ich eine While-Schleife benutze, muss ich aufpassen, dass ich die danach auch wieder für andere Sachen benutzen kann. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mal unkreativ mit den Namen werde, dann kann ich die Schleifenvariable von der While nicht mehr benutzen. Bei einer Vorschleife, die ist nur hier drin in diesen geschweiften Klammern gültig. Und danach gibt es diese Variable nicht mehr. Und ich erhöhe sie danach automatisch und deswegen funktioniert es hier einwandfrei und es ist ein bisschen übersichtlicher. Ja, das ist doch mal ganz schön. Gut, im nächsten Video werde ich euch zeigen, für was ihr Vorschleifen so alles braucht, nämlich Arrays. Das ist ein bisschen komplizierteres, mathematischeres Thema, aber ich hoffe, ihr steigt mich nicht aus. Ich werde mich bemühen, es möglichst spaßig zu machen. Und ja, dann geht es auch schon richtig los mit der Objektorientierung, beziehungsweise erstmal mit Funktionen. Alles jetzt in den kommenden Videos. Alles klar, also bleibt dran und bis dann. Ciao.